Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Haben auch Sie Ihren Urlaub schon geplant? Laut Polizei wird alle 4 Minuten in Deutschland in eine Wohnung oder in ein Haus eingebrochen. Sind Sie sicher, dass Ihre Wohnung sicher ist? Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie sich mit einfachen Mitteln zu Hause schützen können. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Im Einklang, Wohnen nach Feng Shui soll mehr Gelassenheit, Gesundheit und Leistungskraft bringen. In Sicherheit, immer mehr Wohnungseinbrüche in Deutschland machen das Thema Haussicherheit zunehmend interessant. Und ins Freie, egal ob Sonne, Regen oder Hagel, die richtige Terrassenüberdachung verlängert den Sommer. Wenn Sie einen Raum betreten, merken Sie relativ schnell, ob Sie sich darin wohlfühlen oder nicht. Zum einen liegt das natürlich an der Einrichtung, zum anderen aber auch an einem Energiefluss, den Sie nur unbewusst wahrnehmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Feng Shui die Räume gemütlich einrichten und für den richtigen Energiefluss sorgen. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, dort, wo mein Blick hinfällt, geht auch die Energie hin. Ziel war es jetzt hier an diesem Beispiel, dass wir den Flur betreten und uns nicht, so wie die Energie normalerweise, die Treppe nach unten folgen würde, sondern durch den Blick, der auf dieses Bild fällt, diese hier im Raum gewahrt werden kann und sich dann in die Küche und ins Wohnzimmer verteilt. Es ist die Lehre von Feng Shui, übersetzt die Eigenschaften von Wind und Wasser, die Kunst und Wissenschaft des Lenkens von positiver, gesunder Umgebungsenergie. Ob Wohnung oder Garten, es kommt darauf an, wo etwas steht und was es dadurch bewirkt. Wie man jetzt hier sieht, ist das im Grunde genommen ein Lichtfänger, der fängt jetzt das Licht und erhält natürlich auch, sagen wir mal, diese Gartennische jetzt dadurch und sie bildet ja auch einen Hauswächter ab, also eine Hauswächterin ist dort abgebildet als Silhouette, die im Grunde genommen hier auch die Energie im Haus führt. Auf den ersten Blick sieht dieser Garten nicht anders aus als andere. Und doch macht die Gestaltung hier den Unterschied. Erstmal vom Planungsansatz her versuche ich, das, was im Garten schon angelegt ist, freizulegen. Das abzuspüren und sichtbar zu machen. Nicht von außen irgendwie was reinzuplatschen, irgendwelche Terrassen, sondern das eben abzuspüren. Das heißt dann konkret, dass man in der Formensprache versucht, fließende Formen, die hier auch in der Landschaft, versucht auch die Landschaft dann mit in den Garten reinzunehmen, also die eiszeitlich geprägte Landschaft vom Bodensee mit fließenden Formen, dass man da fließende Beetformen gestaltet, damit man eine Balance in der Formensprache findet zwischen dem Rechtwinkligen, was man jetzt durch die Terrassen viel hier haben, das auszugleichen, damit wir einen guten Energiefluss ins Haus runterbekommen. Möglichst also so über den Teich ins Wohnzimmer rein dann. Die Energie soll in den eigenen 4 Wänden bleiben. Wer bislang nicht nach Feng Shui gebaut oder eingerichtet hat, muss jetzt aber nicht gleich alles ändern. Oft reichen schon kleine Dinge für ein besseres Wohlbefinden. Wenn man einen Raum betritt, ist der Brennpunkt oder der Punkt, der einem zuerst ins Auge fällt, diagonal von der Türe gegenüber. Dieser Punkt sollte einen aufbauenden Charakter haben, also etwas Schönes sein wie eine grüne Pflanze oder ein Bild, das uns besonders Freude macht oder einfach nur Farbe, Energie da sein. Und diese Energie bestimmt den Raum. Wenn Sie zum Beispiel morgens hier in der Küche, haben wir uns gedacht, in die Küche kommen und diese Worte sehen, Latte Macchiato, Espresso, Cappuccino, denken wir an ein schönes Frühstück, bevor es zur Arbeit geht. Dieses wohlige Gefühl soll damit erzeugt werden und Geborgenheit. Und das jeden Morgen ein Stückchen mehr Energie.
Feng Shui soll zu mehr Gesundheit, Lebensfreude und Leistungskraft führen. Und morgens mit einem guten Gefühl aufzustehen, kann zumindest nicht schaden. Gleich geht es bei uns weiter mit dem Thema Haussicherheit und wir zeigen Ihnen, wie Sie zu Hause den Sommer noch deutlich verlängern können. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Bauen Sie Ihre Immobilie nicht auf Sand. Schon ab 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr werden Sie von Fachanwälten kompetent beraten. Mietverträge, Musterschreiben, Selbstauskunftsbogen für Insolvenzcheck und Infoblätter liegen für Sie zur Abholung bereit. Mit Rat und Tat für Ihr Eigentum. Haus und Grund Lindau. Sichern Sie den Wert Ihrer Immobilie. Jetzt Mitglied werden. Von der Marktwertermittlung über die Beratung bis hin zur notariellen Abwicklung. Wir kümmern uns von A bis Z um den Verkauf Ihrer Immobilie, ohne vertragliche Bindung. Wir präsentieren Ihre Immobilie außergewöhnlich und aus allen Perspektiven. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin. Wir beraten Sie gerne. Bauer Immobilien. www.bauer-immobilien.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Verloren beim Immobilienverkauf? Wir helfen Ihnen. REWA Immobilien ist seit 1994 der Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht. Unsere jahrelange Erfahrung bringt Sie ans Ziel, um Ihre Träume zu verwirklichen. Vereinbaren Sie einen Termin. REWA Immobilien in Radolfzell und Konstanz. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Früher waren Sicherheitssysteme für zu Hause fast unerschwinglich. Heute, im Zeitalter von Handys und Tablets, sieht das ganz anders aus. Wir zeigen Ihnen heute im Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp, wie Sie Ihr Zuhause einfach sichern und von unterwegs überwachen können. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Singen, Ulm, Neu-Ulm, Memmingen. Etwa alle 4 Minuten wird in Deutschland in eine Wohnung eingebrochen. Das Thema Haussicherheit wird daher zunehmend interessant. Dabei sind die sogenannten Smart-Home-Lösungen mittlerweile für jeden erschwinglich. Ausgerichtet auf umweltbewusste Nutzer, die sich mehr Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz in den eigenen 4 Wänden wünschen. Zwischen 50 und 300 Euro kosten die Hausautomatisierungssysteme, mit denen sich das Zuhause von unterwegs steuern und sichern lässt. Damit kann man eigentlich so gut wie alles steuern. Ich kann von unterwegs oder zu Hause alles steuern, verwalten oder auch verändern. Zum Beispiel die Heizung. Ich kann sagen, ich komme jetzt morgen aus dem Urlaub wieder, ich setze die Temperatur hoch oder runter. Ich kann die Waschmaschine anschalten, dass ich auch frische Wäsche habe.
Die Sicherheit der Familie hat oberste Priorität. Im intelligenten Zuhause hat man auch aus der Ferne daheim alles im Griff. Haushaltsgeräte, Licht, Heizung, Sicherheit, alles computerprogrammiert und vernetzt. Die Technik lässt sich auf die unterschiedlichsten Wünsche und Anforderungen individuell anpassen. Es kommt immer mehr. Viele Hersteller bieten jetzt auch verschiedene Pakete an, weil es wird sehr gut angenommen von den Kunden. Wir fangen an bei der Alarmanlage, die kann ich dann auch erweitern, zum Beispiel mit einer Heizungssteuerung. Einfach ein Komplettpaket, rundum Sorglos-Paket, kann man auch sagen. Im Fokus steht bei Smart Home neben der Einsparung von Energiekosten und dem Wohnkomfort auch der Schutz vor Einbrüchen. Denn sich zu Hause wohlfühlen heißt auch sich zu Hause sicher fühlen. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wurde Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Singen, Ulm, Neu-Ulm, Memmingen. Bei diesem Wetter zieht es uns abends alle auf den Balkon oder die Terrasse. Wir grillen oder trinken gemütlich mit Freunden ein Gläschen Wein. Doch was tun, wenn es plötzlich beginnt zu regnen oder das Gewitter aufzieht? Eine Terrassen- oder Balkonüberdachung lässt die Party auf jeden Fall sicher zu Ende gehen. Eine typische Terrasse, wie viele sie kennen. Innerhalb von knapp 2 Tagen Montagezeit ist hier eine verglaste Terrassenüberdachung entstanden. Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich für die Möglichkeit, den Sommer ein wenig zu verlängern. Ein Terrassendach schützt zuverlässig vor Schmutz, Regen oder Hagel. Für Familie Simone haben vor allem die Kinder die Entscheidung beeinflusst. Die wollen ja immer raus oder grillen und dann fängt es an zu regnen, dann müssen wir schnell rein und deswegen eigentlich. Mit einer Terrassenüberdachung kann 365 Tage im Jahr draußen gekocht oder gegrillt werden. Nicht nur im Sommer wird so der Wohnraum erweitert. Spezielles Material sorgt auch im Winter dafür, dass Schneelast nicht zum Problem wird. Wir haben Sicherheitsgläser hier drauf. Durch die Sicherheitsverglasung ist das auf jeden Fall gewährleistet, dass wir hier keine Brüche auf der Scheibe haben. Die ganzen Metallteile sind Aluminiumpulver beschichtet, somit habe ich keine Wartung an der ganzen Terrasse da. Aufgrund der Traglast ist auch die Reinigung des Glasdachs möglich. Familie Simone hat sich für eine offene Variante entschieden. Wer seine Terrasse komplett als zusätzlichen Wohnraum nutzen will, für den gibt es zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten. Nachrüsten können wir im Prinzip alles. Wir können hier Seitenwände einsetzen, die entweder zum Schieben oder zum Falten sind. Auch nur mit Rollo kann man arbeiten. Es gibt Heizstrahler integriert in die Sparre oder Beleuchtung. Komplette Beschattung im senkrechten Bereich ist auch möglich. Also da haben wir viele Möglichkeiten. Es bleibt aber ein Kaltwintergarten. Der im Sommer bei Bedarf aber auch vor Sonne schützt. Markisen in allen Designs, welche automatisch bedient werden können, gehören zum Standard. Seit 5 Jahren wohnen die Simones in ihrem Haus. Und egal wie der Sommer in diesem Jahr aussieht, die Familie wird in jedem Fall viel Zeit draußen auf der Terrasse verbringen. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir hoffen, wir hatten einige spannende Themen für Sie. Wir sehen uns kommende Woche wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, viele schöne Tage, hohe Temperaturen, viel Spaß, bleiben Sie gesund. Bis dann, tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.